Hallo liebe Leute, heute ist mein zweiter Tag. Langsam kommt die Routine hier rein. Na, heute beim Frühstück habe ich mit meiner Tischnachbarin gesprochen und habe gesagt, ob sie Lust hätte mitzukommen zu den Felsenbrücken, die hier hinterm Hof dann auch gleich so sind. Also man sieht es ja hier nicht, aber einfach so von der Richtung her, damit du weißt, welche Richtung es ungefähr ist, so die Berge darauf. Da haben wir uns verabredet, haben gesagt, okay, sie kommt mit, obwohl sie ein bisschen Probleme mit der Lunge hat. Aber ich habe gesagt, du, alles ganz ruhig, entspannt. Wir machen das auf dein Tempo. Wenn du ein bisschen Pausen brauchst, ist okay. Vorsichtshalber habe ich mir ja die Komoot-App runtergeladen. Das ist so eine Wander-App. So kann man nicht nur wandern, kann man auch Fahrradtouren planen. Und die kann man, wenn man keine Touren findet, also es werden auch Touren vorgeschlagen, wenn man keine Touren findet, kann man auch einfach seine eigene Tour erstellen. Das ist ganz gut. Also entweder beim Computer oder man startet einfach und sagt, ja, ungefähr in die Richtung will ich gehen und guckt dann, welche Wege da kreuzen. Und dann kann man sagen, okay, so kann ich langlaufen und so komme ich wieder zurück. Also wir sind dann jedenfalls losgelaufen und haben natürlich dann auch ja, auch die Felsenbrücken entdeckt und waren ganz schön, also schöne Landschaft da oben so ein bisschen. Und ja, als wir zurückgegangen sind, dann so waren ungefähr 3 Kilometer waren das ungefähr, war also ganz, ganz entspannt. So 1,5 Stunden waren wir dann wieder zurück und haben gesagt, okay, jeder für sich, wir machen einfach entspannt, damit sie, man muss ja nicht immer jeden Tag volles Programm haben, man muss ja nicht 5 oder 10 Kilometer gelaufen sein, um einfach mal sich zu bewegen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir treffen uns zum Mittag und denkt daran, ich hatte heute früh noch andere Leute gesprochen, weil wir festgestellt haben, dass das Schwimmbad ist offen. Was für ein Glück. Wir haben es rechtzeitig noch, also dass wir nicht 2 Wochen noch warten mussten, bis das Schwimmbad geöffnet ist. Und jetzt haben wir uns natürlich gefreut, haben gesagt, wir müssen nach dem Mittagessen, also nicht gleich sofort, sondern wir sind dann nach dem Mittagessen, wollten mal schwimmen gehen, mussten aber natürlich auch noch ein paar Leute fragen, weil es müssen drei Leute ins Schwimmbad rein, also 3 Leute müssen dabei sein, weil wenn dann dem einen was passiert, dass einer da bei ihm bleibt und der andere die Hilfe holt. Und deswegen ist so die Auflage, es sollen 3 Leute mindestens dabei sein. Da war ich ganz erstaunt, weil ich gedacht habe, oh, nicht so viele Leute im Schwimmbad. Aber ja, haben wir geschafft, haben wir Leute ins Boot geholt. Und ja, da haben wir uns getroffen und haben jetzt ein bisschen Probleme gehabt, erstmal reinzukommen. War ein bisschen genervt, weil ich musste zur Rezeption, habe gefragt, hä, irgendwie ist die Tür zu? Ist das Schwimmbad doch schon abgeschlossen noch oder irgendwie? Oder hat jemand abgeschlossen? Und er hat uns darauf hingewiesen, dass seitlich noch ein Eingang ist von der Garderobe, dass man da reingehen muss. Und dann sind wir da durch und ja, juhu, ins kühle Nass, hatten wir gedacht, nee, ist nicht so kalt, also es wird 30 Grad. Und ja, relativ, also schon warm. Aber da kann man natürlich nicht lange schwimmen, weil man dann schon nach einer gewissen Zeit merkt, oh, die Muskulatur entspannt sich und das wird dann so, das Schwimmen wird dann immer ja, langsamer und ja, manche haben auch gesagt, oh, man wird ja richtig vom Wasser getragen, so, als wenn da irgendwie was mehr Salz drin ist oder irgendwie so, dass es so einfach ist, um da schwimmen zu können. Und ja, noch eine Dreiviertelstunde sind wir rausgegangen, sind da oben, haben noch ein bisschen, ja, und jeder hat so für sich nochmal was gemacht und ja, und dann haben wir beim Mittagessen gefragt nachher, also weil wir angesprochen wurden unterwegs, ob wir dann wieder Tischtennis spielen gehen oder ob ich Tischtennis spielen gehe und sagt, ja klar, würde ich gerne und meinte so, du, pass auf, am Wochenende ist die Rezeption nur bis 16 Uhr besetzt. Also habe ich dann eben nach dem Mittagessen den Schlüssel besorgt, damit ich nachher Tischtennis spielen kann. Also ich gehe gleich los, deswegen mache ich auch jetzt schon dieses Video und freue mich auch schon darauf, mit Leuten zu spielen. Und ja, das ist einfach, ist nun mal meine Welt, mit Tischtennis zu spielen. Und ja, morgen ist auch schon was geplant, weil wir wollten ja ungefähr wissen, klappt das, funktioniert das mit unserer Sache, den Ausflug, den wir vorhaben. Und mal gucken, also morgen wollen wir nach Pirna.
wir wollen mal nach Pirna mit dem Bus reinfahren und mal uns die Innenstadt anschauen und mal schauen, was sich da noch alles ergibt, was da noch sehenswert ist und ob wir vielleicht doch zum Königstein hochfahren nachher oder mal nach Bastei, mal gucken, wie das sich auftut, ob wir da so ein bisschen Input kriegen, auch wie die Verbindung dann ist. Und dann werden wir mal weitersehen, was wir hier noch am Wochenende so treiben können. Ich freue mich. Wir sehen uns und wir hören uns. Tschüss. Habt einen schönen Abend noch.